Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Rogue Company. Hi, heute spielen wir mal wieder Saint. Ist ein bisschen länger her, dass ich das letzte gespielt habe und allgemein ein Rogue Company Video gemacht habe. Ist euch vielleicht aufgefallen, das letzte Video war ja von Vivi. Wie auch schon 2-3 Wochen her. Ich habe auch nicht so viel, nicht Lust, sondern einfach so viele Möglichkeiten, Rogue Company zu spielen, I guess. Weil das Spiel einfach sehr stiefmütterlich behandelt wird von Hyrus. Und ich mag das Spiel sehr gerne, ich mag es sehr gerne. Aber es fühlt sich einfach so an, als ob das, es ist nicht mehr sehr rewarding, überhaupt zu spielen. Was aber frustrierend ist, weil das Gameplay ist meiner Meinung nach sehr cool. Fühlt sich sehr smooth an, sehr gut an. Ich mag die Charaktere, ich mag den Spielstil allgemein. Ich spiele ja keine Shooter, aber das Spiel fühlt sich einfach gut an. So, ich finde es sehr cool. Und ich finde es schade, dass sie das so verkackt haben. Aber I don't know. Ich bin ja trotzdem hier, ich mache trotzdem Videos, weil ich finde einfach, dass es auch für Spiele, die nicht so liebevoll behandelt werden, nicht so viel Erfolg haben, dass es also trotzdem Videos geben sollte. Ah, shit, ein Fehler. Oh, smart von ihr. Ich habe mich da doof gezeigt, war mein Fehler. Und ich habe zu viel gelabert. Ja, I don't know, ist immer schade. Ich finde, das Spiel hat um einiges mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber Hyrus hat es halt etwas sehr verhauen, leider. Mit nicht sehr guter Werbung, mit zu wenig guten Patches, zu wenig Bugfixes, falsche Prioritäten. Das ist einfach leider das Ganze gewesen. Ernsthaft? Kann ich heilen? Kannst du mich heilen? So, wir können weiter hier rüber gehen. Die rennen. Ja, okay. Du kannst auch einfach deine Pistole benutzen, die du hast, die sehr, sehr viel Schaden macht. Aber das ist, glaube ich, nicht der Move. Solange jetzt niemand sofort jetzt nicht sofort jemand AFK geht, bin ich immer echt damit leben, okay. Ich will einfach nicht, dass du jetzt die Runde wieder vorbei ist, weil Leute AFK gehen. Weil es passiert viel zu viel. Oh fuck. Okay, weißt du was, nehmen wir mal die. Die DMA mit, die Mumba. Hoffen, das ist. Ist DMA? Nee, DL, ich weiß den Namen nicht. Ist lange her. Deine Füße waren sichtbar. Okay, du springst rein. Ah, shit. Ich bin kurz runter. Nachgeladen haben wir schon. Sehr gut. Ah, shit. Ah, kacke, Mann, ich weiß nicht. Es sieht nicht so krass schlimm aus, wir müssen aber noch ein bisschen besser spielen. Und halt nicht genau sowas machen. Oder genau sowas machen. Wir müssen... Oder sowas machen. So, ich bin mir sicher, dass die Löcher... Oder einfach auch nicht treffen. Habe ich gehört. Ist eine gute Entscheidung. So, er dürfte dadurch ja sehen können. Oh wow, das war gefährlich. Und meine Aim ist auch gerade nicht sehr. Von wo? Ich sehe nicht von wo. Oh shit. Ah, verdammt. Dass ihre Shotgun und der Range noch so gut trifft, ist ein bisschen sehr unangenehm. Aber gut, ich habe 1000 Schaden gemacht. Ist okay, solange bitte niemand AFK geht. Es war eine Runde, wir haben eine gute Chance, das noch zu gewinnen. Und ich möchte nicht schon wieder aufhören müssen, weil wir schon wieder einen AFK hatten. Ich habe gerade eine Runde gespielt, die hat gut angefangen für unser Team. Und sofort, wirklich instantly, sind 3 Gegner gelieft. Wir haben noch nicht mal, ich glaube, 3-4 Minuten gespielt und sofort 3 Leute gegangen. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein verdammter Quatsch. Und die Entwickler interessieren sich nicht wirklich dafür. Oder also haben keine Ideen. Das fühlt sich nicht so an, als ob sie Ideen hätten, wie sie sich damit beschäftigen sollten. Plus das Spiel ist ja noch nicht, also ich glaube, das Entwicklerstudio von Rogue Company wurde, glaube ich, sogar geschlossen. Die sind jetzt auch bei den Entwicklern von Paladins drin.
Ich glaube, First Blood Giants wurde geschlossen und auch Scott, ich weiß den Namen nicht mehr, ist schon lange gegangen. Die hatten aus irgendwelchen Gründen auf einmal viele Ressourcen in einen Rogue Company Handyport gemacht und den Handyport dann nicht mehr veröffentlicht. Was halt auch nochmal einfach insane ist. So. Was ist denn. I don't know. Ich bin hier aber gerade nur sehr unhöflich. Eigentlich sollte ich hier spielen und ich will Spaß im Spiel haben, aber das Problem ist, beim Spielen komme auf dieser Kack-Nachgeschmack, was alles war und was passiert ist, weswegen alles nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Würde ich einfach nur eine blöde Entscheidung unter anderen. Ach, komm schon, scheiße. Ah, fuck, mein Fehler. Ah, nehmen wir das mit. Wir werden auch gerade ein bisschen krass in die Ecke geprescht. Sehr gut. Yeah, I don't know. Das ist das Leben von Spielen. So ist das Leben von Free-to-Play-Sachen. Wenn die Entwickler schlechtes Marketing machen, schlechte Entscheidungen treffen. Ja. Oh fuck, unangenehm, ich hatte gehofft, dass irgendwer mit dabei ist. Ah gut, die Möglichkeit, schlechte Entscheidungen bei einem Free-to-Play-Game ist halt zu treiben, ist halt übertrieben, zu machen ist halt übertrieben easy, weil du halt immer wieder updaten musst und es ist halt nicht so einfach, ein Spiel am Leben zu halten und es immer wieder frisch zu halten. Problem ist halt nur, dass die Prioritäten sehr, sehr falsch gesetzt wurden bei Rogue Company. Meiner Meinung nach. Ich bin jetzt auch kein Spielentwickler, ich bin kein Marketing- oder was auch immer Mensch. Ich bin einfach nur ein normaler Spieler, der darüber nachdenkt und von Minute 1 an diesem Spiel interessiert war und das Spiel gespielt hat. Aber halt einfach. Na, kacke. Ja, nee. Schade, dass es gerade so schlecht läuft. Ich verstehe. Nee, wir müssen nicht so, wir können es aber spielen. Ich werde es durchspielen. Ich überlege gerade, was wir machen könnten, damit es besser läuft. Wir müssen halt einfach wegen. Wir müssen auch ein bisschen spielen. Gut. Ganz kurz. Ich weiß ja, dass es so schlecht läuft. Wir haben aus irgendwelchen wirklich nicht sehr mir erkenntlichen Gründen zwei Sniper. Deswegen läuft es schlecht. Deswegen macht es auch sehr viel Sinn, weswegen es schlecht läuft. Weil zwei Sniper sind einfach kein guter Call. Und die beiden wollen auch snipen, was nochmal extra blöd ist. Can you maybe choose another weapon than a sniper? Like that's like the only reason we're using right now, because we have two snipers and they don't work. Ich glaube nicht, dass das aktiviert ist. I don't know. Keine Ahnung. Kann ich noch kurz einkaufen? Ist ein bisschen frustrierend, weil. Also offensichtlich sind ja die Sniper das Problem. Wir haben einfach zwei Sniper. Und nicht die Möglichkeit, irgendwie aggressiver spielen zu können, weil wir auch zwei Sniper haben. Und jener kann einfach easy ihren Job machen. Ja, ich weiß nicht, was ich noch. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ist ein bisschen sehr frustrierend, was abläuft, weil ich kann dafür nicht viel. Ich probiere zu heilen, aber wir haben einfach kein Team. Wo ist er? Kannst du pingen? Kannst du irgendwas machen? Hinter uns? I don't know. Schauen wir da hinten. Ja, I don't know. Also wenn man mal schaut, was unser Team da macht, ist halt ein. Ein bisschen frustrierend. Ich kann nicht von einer Seite zur nächsten die ganze Zeit rennen. Na, scheiße. Und ein Teammitglied nach dem anderen die ganze Zeit rennen. Wow, okay, anyways. Also dann spiel ich halt so, I guess. So. Alter, sind da auch viele Barbwire. Dann wir schon nach und dann gehen wir auf den Punkt.
dann nehmen wir kurz die Waffe mit. Da hinten ist niemand, ich weiß nicht, dass ich sehen kann. Wir müssen einfach die Sachen ein bisschen zerstören. Oh shit. Oh shit. Ich hatte gehofft, dass ich es aktivieren kann und pass auf, hier sind ja, ich weiß nicht, was ich tun wollte, Max. Könnte gerade nichts tun, ich hab. Wir müssen aber aggressiver spielen, das ist halt richtiger Schwachsinn. Wenn wir die wie gegen den Gegnern sprechen, wir geben den Gegnern viele Möglichkeiten, einfach so. Weil wir bewegen uns ja nicht. Nicht richtig, jedenfalls. Scheiße. Ja. Wir bleiben ja stehen an den Orten. So, es ist halt einfach nicht gut von unserer Stelle aus. Scheiße. Geben wir mir kurz die Heilung. Ich kann leider nicht sehen, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wo irgendwer ist. Na, oh, Kacke, ernsthaft. Ah. Guck, das ist das Wichtige. Schau mal, der Fixer geht nach vorne und fightet mit uns. Und fightet mit dem Team und die sind nicht beide hinten und snipen die ganze Zeit nur. Das ist halt unglaublich wichtig und verändert das ganze Game hier. Weil der Dude einfach nicht so. Sehr gut. Weil der Dude einfach nicht so krass unnötig defensiv spielt. Beziehungsweise Sniper spielt. Das ist halt einfach Schwachsinn. Ein Sniper ist komplett okay, aber zwei sind einfach zu viel. Shit. Hoffentlich überlebt er. Sehr gut. Sehr wichtig. Okay. Sehr wichtig. Okay, wieso machst du das denn? Das ist nur ein Nachteil für uns. Okay. Okay. Okay, und dann wird daraus nichts gemacht? Doch, okay. Ich kann nicht heilen, ich kann nicht heilen. Sehr gut, könnt ihr angreifen? Nein, okay. Sehr gut. Oh, okay, sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das ist, genau so müssen wir jetzt spielen, wir müssen einfach aggressiv spielen. Ansonsten ist das leider, wird das leider nix. Ja, also, genau. Früher wird das nix. Früher wird das nix, ja, genau. Guck, und das hat man auch gesehen, wir brauchen einen Sniper, Fixer kann vorne sein. Er hat auch, glaube ich, eine andere Waffe mitgenommen, also die Sniper hoffentlich. Ich bin unsicher, aber wäre cool, wenn. Ja, ansonsten können wir einfach nicht viel anrichten. Doch, er hat die Sniper, okay. Aber er war etwas vorne mit uns, was sehr, sehr viel erreicht hat. Leider. Leider ist diese Map extra schwer. Ah, shit. Nehmen wir mal kurz. Idiot. So, okay. Das hat sich da auch sofort wieder gezeigt, das war auch wirklich bad. Ist der drüben? Yep. Pass auf. Die killen uns gleich beide. Wow, Idiot.
Na, shit. Ja, Dude, ich... Oder ich kann dir da nicht helfen, Mann. Was soll das denn? Ich kann dir da literally nicht helfen. Also da war... Ja, nee, oh Gott, das ganze Team ist da drüben. Ich renne. Ja, Pech gehabt. Das ist Verschwendung von meiner von der Fähigkeit gerade, ich weiß. Lass uns den Quatsch wieder einnehmen. Es wird auch spannend. Nein! Wieso sind alle da drüben? Wieso sind die da drüben? Komm schon, spiel doch einfach mal, zieh doch mal auf den Punkt. Und es ist... Ah, Gott. Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Nee, treffe ich nicht. Au. Scheiß Schwert. Ich habe ein Schwert in mir drin stecken. Das ist uncool. Kann das Battle wieder rausgehen? Sehr gut. So. Da oben ist jemand. Ne, da will ich nicht. Ich will ja nicht nach oben. Oh, shit. Will ich nach da oben? Ich will nach da oben. Und wo? Shit. Hier will ich nicht sein. Oh, ich bin auch gut reingerollt. Also überlebe ich nicht, ich gehe einfach raus. Jetzt nehme ich die Axt mit. Davon ist es so ein... Sehr schön, sehr, sehr schön. Genau, so, wir müssen halt literally so spielen. Wir müssen einfach so spielen. Als Team zusammen Gegner angreifen und was denn das alles. Das ist ja stressig. Ich hab nicht damit gerechnet, dass es so eine Runde wird. Hatte mir nicht erhofft, dass es so eine Runde wird. Wir spielen halt auch wirklich nicht schlecht. Wir müssen einfach nur hinterherkommen. Und die Ronin ist aber unser größtes Problem. Der Rest ist in Anführungszeichen recht egal. Recht. Die Ronin ist halt wirklich nicht schlecht und ja. Weil sie halt einfach ein Charakter ist, also so ein Dual-Charakter ist. Und wir halt einfach hauptsächlich ein Team haben aus Snipern und Range-Leuten. Also Range, logisch bei Waffen. Ach komm schon. Boring. Ach komm, wo ist er denn da hin? Ich hasse Sniper so fucking sehr. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Sie sind einfach useless. Das sind sie nicht in dem Fall, aber sie sind einfach useless. So. Weil du kannst dich auf Leute nicht verlassen. Okay, du kriegst dich einfach. Du kannst dich einfach auf Sniper nicht verlassen, dass sie mich hier spielen. Das ist einfach mein größtes Problem mit solchen Leuten. Möchte irgendjemand heilen? Na, wo? Von. Oh, keine Ahnung, über uns. Da drin wird gerade geheilt, da drin wird gerade geheilt. Ja. Leute, genau hinter dir ist eine Person, die du ignorierst. Sehr cool. Okay. Vielleicht schaffen wir es noch. Wichtig. Komm ich noch irgendwie hoch? Ne, keine Ahnung, I don't care. Ach komm, schon ernsthaft.
Kann irgendwer mich heilen? Okay, gut, kennen wir uns. Der Typ steht da und ignoriert mich und stirbt dann. Okay. Aber wenn wir das jetzt noch verlieren, wäre es ja so krass frustrierend, aber es sieht eher so nach aus, dass es los wird. Sehr wichtig. Jetzt müssen wir reingehen. Komm schon, wir hatten noch Leute über uns. Wieso? Komm ich noch zurück? Ne, ich bin raus. Scheiße. Schade. GG, I guess. Ne, wir werden das nicht so, wenn wir es durchgespielt. Oh, ich bin wieder da. Unangenehm. Oh nein, wieso denn? Spiel doch einfach zu. Spiel einfach zu Ende. Ich hasse es. Ich hasse Menschen einfach. Oh Gott. Die Spieler machen das Spiel scheiße und nicht das Spiel selber. Ich weiß nicht, wieso wir das jetzt nicht durchgespielt haben einfach. Scheiß drauf. Wir bekommen doch sogar mehr von allem, oder? Wenn wir einfach durchspielen. Ja, freut mich. Cool. Geil. Ich habe 4200 Schaden gemacht. Drittmeister aus dem Team. Ach, das sind ja zwei Sniper. Haha. Ja, sie hat einfach die Runde gecarried für die Gegner. Also die beiden waren gut, aber die hat einfach die Runde gecarried. Halt, weil wir zwei Sniper hatten. Was einfach pure Shit war. Und ich hasse es, wenn Leute einfach solche Sachen picken. Weil, wie soll man denn das spielen? Wir haben einfach zwei Sniper. Wie soll das möglich sein, das jetzt irgendwie gut zu spielen? Das ist einfach krass frustrierend. Ich habe eine Kiste bekommen. Schau, was in der Kiste drin ist. Irgendwas Blaues. Hübsch. Sam's Head. Cool. Ja, dann hoffe ich mir trotzdem, dass euch die Runde gefallen hat. Würde mich natürlich über ein Like freuen, aber gerne, falls ihr es noch nicht knappt. Passt bitte auf euch auf und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.